Go, Baby, und willkommen zurück zu Let's Play Beautiful Joe. Als wir unsere Helden das letzte Mal zurückgelassen haben, war er gerade auf einem Zug, der, naja, mit Vollgas durch die Gegend düst. Das Doofe ist, wir werden auch gerade dabei wunderbar von zwei Leuten aufgehalten, die uns in ihren eigenen Worten zur Hölle schicken wollen. Na gut, dann machen wir das eben mit ihnen. In die Roboterhölle. Komm, greif mich an. Death by Posing ist doch eh cool. Na komm. Ich hab nicht ewig Zeit, Kollege. Danke. So, hier ist wieder zurück zum Heldenalltag. Stehen jetzt hier und hoffen, dass das bald mal klappt. Jetzt geht nämlich die VfX-Kraft aus. Komm. Es wird langsamer. Ja. Die Maschine wollte wohl auch am Leben bleiben. Verständlich. So. Jetzt können wir uns ein paar nutzlose Fähigkeiten holen, aber ich schätze mal, wir warten jetzt einfach mal auf genug Punkte für mehr Lebensenergie. Also das sind für mich nutzlose Fähigkeiten. Ich weiß nicht, andere Spielstile können damit vielleicht mehr anfangen, aber ich komme auch so klar. Glaube ich. Hab's bisher eigentlich immer so geschafft. Was für eine Lightshow. Schwertmeister Alastor. Ja, Kinder bis 12. Beziehungsweise ab 12, nicht bis 12. Da hat jemand seinen Text wohl nicht gelernt. Das heißt hier Subplot, das ist ja eigentlich der Mainplot. Mehr oder minder. Deswegen hat er sein Drehbuch nicht gelesen. Damit bin ich einverstanden. Get ready to fight! Und ich krieg gleich als erstes eins aus dem Maul. So fangen wir an! So, wir können Alastor, bei Alastor, wie er sich selber ausspricht, ausgesprochen werden möchte, denke ich mal. Ins Wasser schleudern. Dann kühlt er sich ab und wird verwundbar. Was viel wichtiger jedoch ist, jetzt zum Beispiel in das ist ja viel wichtiger. Wir können seine Schwerter zurückschlagen und die dann auf ihn direkt zurückfeuern. Und dann. Warum erkläre ich das? Ihr seht es doch gerade. So, komm. Flieg. Ah. Komm. Dude! Ah, das hab ich geklaut. So.
Erwischt. Gotcha, me boy. So, da hinten ruht er sich jetzt aus, beziehungsweise kühlt er sich ab. Burn, my buddy. Er ist eigentlich auch nicht so schwierig. Weil nur hat ein recht übersichtliches Angriffsmuster und so. Und ist auch gleich Geschichte. Und kaputt. Ja, nur mal zwischendurch einen Treffer eingesteckt. Schade drum. Wieder überhaupt nichts mit der Pose geworden. Dann macht die Zunge. Ja, damit sie Übersetzer mehr oder minder resigniert. Unser Held Joe hat einen Namen und das war's für Blade Master Alastair. Alastair, whatever. Oh. Typisch Joe. Oh weia. Das wird nicht schön. Hätte wohl jemand gerne eine größere Rolle gehabt. Aber nein, das ist leider nicht gegönnt. Jo, soviel zu dem Kapitel. Sichern wir also nochmal schnell. Und gucken, was wir für Power-Ups kriegen können. Weil ich denke mal nicht viel. Ja doch, wir können uns ein zusätzliches Leben leisten. Also im Sinne von einer zusätzlichen Lebensenergieeinheit. Und jo. Das soll es eigentlich tun. So, da das als nächstes ein ziemlicher Rush wird im wahrsten Sinne des Wortes, machen wir hier mal eine kurze Pause, Leute. Also dann, Leute, man sieht sich und bis denne.